Im Video Human-Centered Design erfordert Partizipation beschäftigt sich Renate Motschnick weiter damit, wie Menschen im Zentrum von Softwareentwicklung stehen können. Zentral dabei ist das Entwickeln einer Empathie für die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer. Wie macht man das? Man kann das erreichen mit einer zyklischen Herangehensweise aus Softwareentwicklung und überprüfen, ob diese Bedürfnisse der Nutzerinnen darin abgebildet sind, sodass man letztendlich über mehrere Prototypen zu einer optimalen Version dieser Mensch-Computer-Schnittstelle gelangen kann. Im vorigen Video habe ich Sie gefragt, welches Gerät Sie in der Benutzung frustriert hat. Jetzt frage ich Sie, welches Gerät konnten Sie wirklich völlig intuitiv nutzen? Video 2 hat den Titel Human-Centered Design erfordert Partizipation und sogar Empathie. Dabei gehen wir der Frage nach, wie gute Mensch-Computer-Schnittstellen entwickelt werden. Da gibt es einige Einflussgrößen. Einerseits Heuristiken, also Erfahrungswerte, und Guidelines, genaue Anweisungen, oft tausende Seiten, wie zum Beispiel von Apple, wie verschiedene Ikonen aufeinander abgestimmt werden sollen, wie über Applikationen hinweg Konsistenz erhalten werden kann. Diese Dinge wollen wir hier nur erwähnen. Um Heuristiken wird es dann später mehr gehen. Hier im Zentrum wird dann stehen der erprobte, sogar standardisierte Prozess des Human-Centered Designs. Und dabei ist essentiell, dass Benutzer wie auch Designer empathisch sind, sehr gut zuhören können, um möglichst viel von den tatsächlichen Bedürfnissen, die Menschen haben, in diese Schnittstelle hinein zu verpacken, sodass die Kommunikation, das Signal gut wandern kann, gut transformiert wird, kodiert, dekodiert wird und zurückkommt. Also eine gute Schnittstelle, ein guter Fluss der Kommunikation erfolgen kann. Ich würde auch noch erwähnen wollen, dass eine gute Mensch-Mensch-Interaktion tatsächlich essentiell ist, um wechselseitiges Verstehen hier zu ermöglichen und somit irgendwie auch eines der Fundamente einer guten Mensch-Computer-Interaktion ist. Wie läuft jetzt dieser Human-Centered Design-Prozess ab? Am Anfang steht die Inspiration. Da hat man eine Idee. Was will man jetzt, dass ein Computer einem hilft? Bei welchem Arbeitsablauf? Bei welcher Tätigkeit? Wenn man mal da die Idee hat, was man hier fassen will, kommt es zur Ideation Phase. Da werden oft in Teams Ideen kreiert, wie denn diese Aufgabe gelöst werden kann, was hier günstige Interaktionselemente sind. Da wird in interdisziplinären Teams gearbeitet, werden Ideen erfasst, werden oft Kärtchen geschrieben, verschoben und so die Idee geprägt, in die verschiedene Wissensgebiete, Designelemente, oft sind da Künstler dabei, auf jeden Fall sind verschiedene Anwender dabei, Informatiker, Designer, Ergonomen und so weiter. Da werden also die Ideen kreiert und festgehalten, die dann nach und nach implementiert werden, wobei es hier oft zu Prototypengenerierung kommt. Also es müssen verschiedene ansatzweise Teillösungen irgendwie skizziert werden, die dann wieder angeschaut werden, verglichen werden. Und sobald manche davon dann ausgewählt werden, werden diese validiert. Sind die also so umsetzbar und sind sie so auch usable? Das Ganze läuft zyklisch ab. Also eines der Prinzipien ist, dass man hier immer einen kleinen Schritt vorangeht, dann diesen Prozess durchläuft und eben so oft ihn durchläuft, bis man vollständig das System zur Zufriedenheit der Benutzenden erstellt hat. Also Human-Centered Design handelt im Wesentlichen um das Kultivieren auch einer tiefen Empathie mit der Leute, die gemeinsam etwas entwickeln, entwerfen, einander begegnen, Ideen generieren
und Prototypen generieren, sodass durch dieses Austauschen, durch dieses gute Kommunizieren miteinander innovative neue Lösungen gefunden werden, wie etwas besser in der realen Welt auch gemacht werden kann. Dem liegen vier Prinzipien zugrunde. Human-Centered Design ist einmal Human- oder People-Centered. Also es geht mehr um den Menschen als um die Technik. Dann geht es darum, wirklich das richtige Problem zu lösen. Nicht irgendein nicht so wichtiges, das am Rand liegt. Also wirklich den Kern der Aufgabe zu erfassen. Dann geht es auch darum zu sehen, dass alles miteinander verbunden ist. Also alles ist ein System und oft ist eine kleine Änderung die sich breiter auch auswirkt. Also diese komplexen Zusammenhänge sind da wichtig und müssen erfasst werden. Und ein weiteres Prinzip ist, dass eben einfache Interventionen gemacht werden, die überschaubar sind und zyklisch wiederholt werden, sodass man sich sozusagen an das richtige Produkt nach und nach schrittweise herantastet. Im Human-Centered Design gibt es drei Analysen, die besonders hervorzuheben sind. Einerseits sind das die Benutzer, die Benutzenden, die analysiert werden, dazu kommt gleich mehr. Andererseits auch der Kontext, in dem ein System verwendet wird und die Aufgaben, die diese Benutzer mit dem System erfüllen sollen. Die Benutzer sind wichtig, sollen daher auch gut analysiert werden, weil der Erfolg eines Systems tatsächlich auch von den Erwartungen und den Bedürfnissen der BenutzerInnen abhängt. Oft fehlt aber die nötige Vorstellung von dieser Zielgruppe, um so ein gemeinsames Verständnis zu schaffen. Was kann man hier tun? Hier stellen wir dann Fragen zu Designentscheidungen wie, wer sind die Benutzer? Welche Aufgaben sollen sie durchführen? Welche Einflussfaktoren spielen eine Rolle? Und welche Systeme verwenden sie? Neben der ganz besonders essentiellen Analyse der verschiedenen Benutzer, Benutzergruppen und Personen ist auch die Analyse des Kontextes wichtig. Da schaut man, in welcher Umgebung das System eingesetzt wird. Ist es eher draußen, wo man auf verschiedene Licht- und Wetterverhältnisse achten muss, vielleicht Geräusche? Ist es im Sitzen, im Stehen, am Arbeitsplatz? Wird das System alleine eingesetzt oder im Team? Alle diese Fragen werden beantwortet im Zuge der Kontextanalyse. Und die dritte im Bunde ist dann die Analyse der Aufgaben, also welche Aufgaben erfüllen dann die Benutzer mit dem System. Da schaut man sich genaue Beschreibungen der Aufgaben an durch Ziele, Beziehungen, involvierte Objekte dieser Aufgaben in der realen Welt. Und synthetisiert dann Teilaufgaben zu größeren Aufgaben, die mit dem System erledigt werden sollen. Dazu braucht man die Aufgaben zu beschreiben und die Aktionen in der neuen Umgebung zusammenzusetzen. Jetzt können wir die Frage stellen noch, wo erhalten wir diese ganzen Informationen zur User-, Kontext- und Aufgabenanalyse? Das geschieht oft durch Interviews, durch Fragebögen, durch Fokusgruppen, Diskussionen, aber gerne auch durch Beobachtung der Nutzer in ihrer realen Umgebung. Das wird uns dann helfen, Prototypen zu erstellen und zu implementieren und diese dann auch später wieder gemeinsam mit den Benutzenden zu evaluieren. Und das wird dann Inhalt des nächsten Videos.